Das Wort hat nun Kollegin Petra Pau für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorweg ein Satz an Sie, Kollegin Pilz. Richtig ist, der Kollege Korte war nicht Mitglied der SED, aber ich. Ja. Aber ich. Und ich muss Ihnen sagen, aus einem schmerzhaften Auseinandersetzungsprozess mit der verfehlten Politik der SED, dem Scheitern des realen Sozialismus und auch persönlicher Verantwortung, die ich in der DDR getragen habe, bin ich zu der festen Überzeugung gekommen, eine linke Partei, eine sozialistische Partei ist nur eine linke Partei, wenn sie Bürgerrechte und Demokratie verteidigt, sich dafür einsetzt. Und das kann der Kollege Korte ganz genauso für sich in Anspruch nehmen wie die Kollegin Jelbke und jeder andere Kollege aus der Fraktion Die Linke. Ja, das könnte Ihnen so passen, dass wir sagen, wir nehmen neuen Namen, gründen uns neu und tragen nicht den Rucksack der Geschichte. Nein, mit diesem Rucksack der Geschichte nehme ich mir heute das Recht, mich mit politischen Tendenzen auseinanderzusetzen, die aus meiner Sicht falsch sind. Und damit kommen wir jetzt mal zum Thema. Das Bundesverfassungsgericht hat die praktizierte Vorratsdatenspeicherung aller Telekommunikationsdaten für verfassungswidrig erklärt. Das war gut für den Datenschutz und wichtig für den Rechtsstaat. Aber, und das erleben wir heute, das ist nicht das Ende der Geschichte. Die Begehrlichkeiten nach immer mehr persönlichen Daten sind ungebrochen. Das zeigen eben die ersten Stellungnahmen nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, zum Beispiel des Bundesinnenministers Thomas de Maizière. Deshalb will Bündnis 90 Die Grünen mit dem aktuellen Antrag verhindern, dass die gerade gestoppte Vorratsdatenspeicherung durch die EU-Hintertür wieder eingeführt und sogar noch ausgeweitet wird. Die Gefahr ist real und deshalb unterstützt Die Linke den grünen Antrag. Zu all dem muss man die Vorgeschichte kennen. Vor 6 Jahren debattierte der Bundestag erstmals über die Vorratsdatenspeicherung aller Telekommunikationsverbindungsdaten. Der Bundestag lehnte seinerzeit, also 2004, dieses Ansinnen mit klarer Mehrheit ab. Dann begann Kapitel 2 der Geschichte. Die damalige Bundesregierung stampfte in Brüssel so lange mit den Füßen, bis die EU-Kommission die Vorratsdatenspeicherung verfügte, und zwar verbindlich, für alle EU-Mitgliedstaaten. Das war 2006. Kapitel 3 ist genauso schnell erzählt. Die damalige Regierungskoalition, wieder die CDU-CSU und die SPD, beschloss 2007 im Bundestag die noch kurz zuvor einhellig abgelehnte Vorratsdatenspeicherung. Man berief sich dabei auf die Europäische Union, quasi auf einen höheren Notstand. Kapitel 4 und 5 waren von der CDU-CSU und von der SPD so nicht erwartet worden. Erst formierte sich unter dem Kürzel Vorratsdatenspeicherung eine bundesweite Bürgerrechtsbewegung. Sie drohte obendrein mit Massenklagen beim Bundesverfassungsgericht. Dann entschied das Bundesverfassungsgericht nach einer Klage gegen den EU-Vertrag von Lissabon, dass EU-Recht mitnichten deutsches Recht breche, jedenfalls nicht, wenn dies gegen das Grundgesetz verstoße. Das war 2009. Erfolgreich geklagt hatte übrigens Die Linke. Kapitel 6 fand am 2. März 2010 ein vorläufiges Ende. In seinem Urteil erklärte das Bundesverfassungsgericht die praktizierte Vorratsdatenspeicherung aller Telekommunikationsdaten für verfassungswidrig und das entsprechende Gesetz für null und nichtig. Umgehend folgte Kapitel 7. Während die einen das Urteil des Verfassungsgerichtes als Erfolg für den Rechtsstaat priesen, bliesen die anderen sofort zur nächsten Attacke. Und wieder droht der Trick aus Kapitel 2, nämlich der Umweg über die EU-Instanzen. Und deshalb möchte ich anmerken, wer unentwegt nach Wegen sucht, verbriefte Bürgerrechte auszuhebeln, der missachtet Bürgerinnen und Bürger, gefährdet die Demokratie und er lanciert die Europäische Union in eine zwielichtige bürgerferne Ecke. Ich halte das für gefährlich. Nun
Nun fordert der Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, ich zitiere, die Bundesregierung möge auf europäischer Ebene Vorhaben, die Vorratsdatenspeicherungen vorsehen, energisch entgegentreten. Ich hätte in diesem Antrag gern ein Wörtchen mehr, nämlich alle Vorhaben, Stichworte wie Elena, elektronischer Personalausweis oder elektronische Gesundheitskarte gehören dazu. Deshalb fordert die Linke im Übrigen immer noch ein Moratorium für all diese elektronischen Großprojekte. Danke.